Herzlich willkommen, meine lieben Fische, zu eurer Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon, was die nächste Woche für euch bereithält. 1. bis 7. April ist die Woche, auf die wir schauen. Ich schaue jetzt erstmal, was dich stärkt und was dich schwächt in dieser Woche. Okay. Okay, das finde ich jetzt gerade ganz, ganz spannend. Tatsächlich habe ich gerade ganz, ganz stark die Assoziation Akzeptanz, radikale Akzeptanz, auch wenn das bedeutet, dass du dich erstmal hinlegen musst und sagst, das ist zu viel für mich zu halten oder beziehungsweise ich komme mit diesen ganzen Gefühlen gerade nicht klar. So, was dich schwächt, ist hier der Herzschmerz, eine verhagelte Stimmung, das Herz ist durchbohrt. Ich glaube, die drei der Schwerter ist tatsächlich auch eine der bekanntesten Karten neben den Liebenden, die tatsächlich auch jeder Laie irgendwie mal gesehen hat, weil sie einfach auf der einen Seite sehr, sehr ansprechend ist, auf der anderen Seite natürlich mit ihrem Bild genau das transportiert, was man sehen kann. Ne? Gebrochenes Herz oder beziehungsweise Kummer, Herzschmerz, vielleicht Liebeskummer, man weiß es nicht. So, das ist aber das, was dich schwächt. Was sollst du stattdessen tun? Ja, wenn du einen gewissen Schmerz fühlst, dann leg dich hin und akzeptiere ihn. In dieser Karte gibt es nicht viel zu tun, außer körperliche Ruhe, und akzeptieren, dass es einfach nicht zu ändern ist. Und manchmal ist genau das der Weg, um mit schwierigen Gefühlen oder auch mit einem Herzschmerz umzugehen. Dass man sich aufhört, dagegen zu wehren, dass man aufhört, sich darin zu ergießen. Ne? Da gibt es ja tatsächlich von bis, dass man einfach sagt, okay, es ist so. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil es auf der einen Seite natürlich in der Spiritualität so ein gewisser Weg ist, auf der anderen Seite natürlich jetzt auch Achtsamkeitsübungen und Dinge einfach mal nicht bewerten, Dinge nicht gegen ankämpfen, sondern einfach mal da sein lassen, fühlen und nichts weiter tun, als es einfach da sein lassen. Das Gefühl ist tatsächlich mittlerweile auch in der modernen Psychologie angekommen. Deswegen, wenn du irgendeinen Schmerz hast, gönn dir die Zeit, gönn dir die Ruhe. Kämpfen ist in dieser Woche nicht, eher akzeptieren und vielleicht noch mal ein bisschen in sich selber reinschauen. Da meine ich tatsächlich nicht das Grübeln, ne, wie kriege ich den Ex-Freund zurück, sondern eher dieses, ich gucke, wie es wirklich in meinem Körper aussieht. Ich gucke drauf, wo ist der Schmerz in meinem Körper, wo kann ich ihn sehr präsent spüren, ja? Und ich glaube, das könnte dir an der Stelle tatsächlich helfen. So, einmal nochmal kurz hinterher gesagt, das ist eine allgemeine Legung, das heißt nicht, dass alle Herzschmerz haben in der nächsten Woche, aber wenn du das fühlst, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, ob das funktionieren könnte. Meine lieben Fische, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn das jemand sehen soll und natürlich über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Meine Lieben, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.